Dama
Thank you.
Junior. Ja. Stijn met een t-shirt van dit. Ja. Bye.
Dürft ihr euch schnell um eure Aufmerksamkeit bitten, wenn ihr so gut sein wollt? Jetzt wird's ernst. Isabel sagt, jetzt wird's ernst. In diesen angeregten Gesprächen geht hier unser Dschungel-Background ja verloren. Das freut uns. Besten Dank, dass ihr auf die Bühne gekommen seid. Besten Dank, dass ihr die Ausstellung besucht. Wir haben uns sehr darauf gefreut, wieder den Bastian bei uns zu haben. Isabel, selbstverständlich auch. Sie hat mir ja schon gesagt, das werde ich wir alle haben es eigentlich gut gehabt, jetzt, wo wir die Ausstellung haben installiert. Ich habe gesagt, wir nehmen uns doch eine Woche Zeit für das. Wenn ich die Vielfalt sehe, die hier von Afrika zurückgekommen ist, habe ich gedacht, wir brauchen dann schon eine Woche. Aber ihr werdet überrascht, ich darf gar nicht sagen, wie lange das wir gehabt haben. Es ist gegangen wie im Schnürli, es hat richtig Freude gemacht, es war schön, das können einzurichten mit euch. Fangen wir vorab an euch einen lieben Dank. Ebenfalls merci vielmals Peter Killer, dass ich dir jetzt das Wort übergeben darf. Und ich weiss, du hast sicher etwas Gutes und Treffendes vorbereitet. Ich bin gespannt, was du jetzt zu uns kannst sagen. Merci vielmals. Ich bin froh, dass ich das richtige Manuskript mitgenommen habe. Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, Karibu Wapend Wawautu. Das ist Suaheli. Wir haben zwar kein Schwarzen da zum Begrüßen, aber Schwarzafrika ist da. Die rund 150 Kunstwerke, die Sie hier sehen, sind von einem Paar geschaffen worden. Es kann also nicht angehen, dass ich einleitend nur von Bastians Familiengeschichte rede und Isabels Wurzeln nicht erwähne. Isabel, nimm mir das nicht übel. Nishamehe Suhaheli. Entschuldige bitte. Bastians Vater, Charles Solberger, lebte 1951 bis 1956 in Ostafrika. Zuerst auf einer Sisalplantage, dann als Tierfänger auf der Farm des Schweizers August Künstler. Zu den Kunden gehörten der Zirkus Knie und der Basler Zoo. Bis vor 7 Jahren lebte im Zoli die 1952 gefangene Elefantin, sagt man das, Ruaha, Künstlers Geschichte. Er wurde auch Weizenkönig von Tansania genannt, diente als Vorlage für den Hollywood-Film Hatari mit John Wayne in der Hauptrolle. Abenteuerlustig wie Charles Solberger war, zog es ihn nachher nach Südamerika, nach Venezuela. Hätten ihm nicht chaotische politische Zustände einen Strich durch die Zukunftspläne gemacht, so wäre Bastian in Südamerika zur Welt gekommen und die heutige Vernissage würde in Caracas stattfinden. Isabel wäre natürlich auch beteiligt. Die beiden hätten sich dann halt nicht in Biel kennengelernt, sondern beispielsweise 2003 in der Cafeteria der Tate Modern in London. Charles Solberger kehrte Ende der 50er Jahre in die Schweiz zurück und eröffnete mit seinem Bruder Walter in Bern an der Marktgasse 35 die Kellergalerie Art Primitiv, die laut erhaltener Visitenkarte Raritäten aus aller Welt zeigte, aus Afrika, Südamerika, Ozeanien und Europa. Eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie
zeigt die Galerie als ein einzigartiges, magisches Gesamtkunstwerk. Wer in den Keller, Jela Suhaheli, hinunterstieg, gelangte vom Marktgassepflaster in eine afrikanische Hütte. Bambusstangen stützen ein Schilf- und Strohmattendach. An den Stützen hingen Kalebassen und Masken, auf Regalen standen Statuetten und an den Wänden waren weitere Masken sowie Zeremonialäxte platziert und unübersehbar ein Zebrafell. Da gab es ein Balafon, wie die Afrikaner ihr Xylophon nennen, und natürlich die verschiedensten Trommeln. Trommelmusik ab Schallplatte vervollständigte das Gesamtkunstwerk. Geöffnet war die Galerie am Wochenende. Charles und Walter Solberger gingen einem Brotberuf nach. Kann man einen mit solcher Leidenschaft betriebenen Nebenerwerb als Hobby bezeichnen? Kaum. Neben der elterlichen Wohnung in Biel, die zeitweise fast so abenteuerlich aussah wie der Berner Kellerraum. Der Solberger ist da, also man kann sich dann fragen. Neben der elterlichen Wohnung war die Kellergalerie in Bern Bastians zu Hause. Die Psychologie weiß es seit langem, die kindlichen Erfahrungen und die Sinneswelt der Jugend prägt ein ganzes Leben. Das ist auch bei Bastian der Fall. Es war aber nicht nur die Atmosphäre des Galerieraums, die vielen hunderte Augen der Masken, die den kleinen Bastian fixierten, die ihn tief beeindruckten, sondern auch die Besucher. Sein Vater reiste nach seinem 5-jährigen Tansania-Abenteuer nicht mehr nach Afrika. Er kaufte sein Handels- und Sammelgut von Zwischenhändlern in einer Zeit, in der man hierzulande Afrikaner nur sehr selten sah, betraten immer wieder Schwarze die Kellergalerie oder englischsprachige Spezialisten für außereuropäische Kunst und Künstler, etwa Serge Brignoni oder Bernhard Luginbühl. So ergab sich ein buntes, personifiziertes Weltbild, das ihm im heimatlichen Biel verschlossen gewesen wäre. Ulimwengo ma Mayabu, eine Welt der Wunder. Später, in der Zeit der Pubertät und Adoleszenz, der Vater hatte seine Galerie aufgegeben, schob sich die Punk-Szene vor Bastians Afrika-Visionen. Die Erfolgsgeschichte, die sich damals anbahnte, und die er seit 2003 zusammen mit Isabel L. souverän weiterentwickelte, überspringe ich hier. Sie ist zum Beispiel im elektronischen SICK Art Lexikon nachzulesen und nachzuschauen. Der Wunsch, sich mit Afrika intensiver auseinanderzusetzen, kam erst spät auf, wurde drängend, als Bastian ungefähr 50 Jahre alt war. Sein Vater war damals im Altersheim, das nahe der elterlichen Bieler Wohnung liegt. Er beschloss, seine Afrika- und Venezuela-Abenteuer zu Papier zu bringen. Dazu besuchte er regelmäßig seine Frau. Bastian besorgte ihm Papier, Schreibzeug und Klebstoff. Die Seiten 93 bis 99 des 108-seitigen Manuskripts sind der Besteigung des Kilimandscharos gewidmet. Bastian hat mir erzählt, dass der Wille seines Vaters das Kapitel der Kilimandscharo ruft, fertig zu schreiben, den Tod hinausgezögert habe. Da kommt mir die wunderbare Geschichte von Franz Werfel in den Sinn, der Tod des Kleinbürgers. Die ungefähr zur Geburtszeit von Charles Solberger entstanden ist. Karl Fiala, ein Wiener, schließt eine Lebensversicherung ab, um zu verhindern, dass er mittellos stirbt,
dass ein Epileptikersohn Franz von der Mutter getrennt und in eine Anstalt gesteckt wird. Die Lebensversicherung wird nur ausbezahlt, wenn Karl Fiala 65 Jahre alt wird. 64-jährig wird Fiala krank, kommt ins Spital, die Ärzte geben ihn auf. Fiala will aber bis zum 65. Geburtstag leben. Unter dem Kopfkissen hat er einen Abreißkalender versteckt. Fiala gibt nicht auf. Täglich besuchen ihn die Ärzte und Medizinstudenten, um sich das medizinisch unerklärbar lange Sterben anzusehen. Fiala stirbt 2 Tage nach seinem Geburtstag. Die Lebensversicherung wird ausbezahlt. Bastian hat am lebendig Geschriebenen von einem unerhörten Erinnerungsvermögen, Namensgedächtnis getragenen Text, also schon bei der Entstehung intensiven Anteil genommen. Nampenda Baba Yangu, ich liebe meinen Vater. Charles Solbergers Erinnerung ließen den Wunsch immer drängender werden, auf Spuren des Vaters nach Uganda, Ruanda, Tansania und Kenia zu reisen. Dass es nicht beim Wunsch blieb, kam entgegen, dass Bastians Cousin Jörg Spezialist für Afrika-Reisen ist, die dortigen Sitten, Sprachen und Risiken bestens kennt und bereit war, zusammen mit seiner Frau Doris, die ist auch da, zusammen mit seiner Frau Doris für Bastian und Isabel eine Reise zu organisieren. 60 Jahre nach Charles Solberger zeigte sich ein ganz anderes Bild, aber vermutlich ein ebenso intensives, das das Künstlerpaar so faszinierte wie den Vater bzw. Schwiegervater. Auf die Besteigung des Kilimandscharos haben sie verzichtet. Der fast 6000 Meter hohe Vulkan ist heute eine allzu beliebte Touristenattraktion. Stattdessen bestiegen sie in einer 5-tägigen Expedition den im Kilimandscharo-Gebiet liegenden Mount Meru, den 5. höchsten Berg Afrikas. Gratuliere. Isabel und Bastian planten die Reise keineswegs als Kunstprojekt. Back to the roots. Nach einem Monat zurückgekehrt, war ihnen aber sofort klar, dass sie ans Gesehene und Erlebte anknüpfen wollten. Wenn Künstler sogenannte Studienreisen machen, dann verarbeiten sie das unterwegs Registrierte. Verarbeiten ist aber ein Wort, das schlecht zum Entstandenen passt. Verarbeiten, das tönt nach Mühsal, nach Erledigen einer selbstgestellten Pflicht. Das Wort passt nicht, weil das, was Isabel und Bastian realisieren, mit Lust und Spaß geschieht. Sie schaffen bekanntlich Kunst für die kurzen Tage, ein rezeptfreies Antidepressivum. Ideal zu sehen in den letzten 2 Monaten des Jahres oder an einem Regentag wie heute. Rangi Nidava Bora, Farben sind die beste Medizin. Afrika, ihr Afrika hat sie so sehr gepackt, dass diese Ausstellung kein Schlusspunkt sein kann. Sie möchten beispielsweise ihre Geisterbahn wieder aufbauen. Also, Afrika, ihr Afrika, hat sie so sehr gepackt, dass diese Ausstellung kein Schlusspunkt sein kann. Sie möchten beispielsweise ihre Geisterbahn wieder aufbauen, afrikanisieren.
den Eingangsbereich mit einem Strohdach versehen, so wie dies die Gebrüder Solberger einst in ihrer Galerie tat. Natürlich sehen Sie hier keine völlig neue Bastian-Kunst. Die beiden sind schließlich nicht als total veränderte Personen von der großen Reise zurückgekehrt. Die Malereien knüpfen an ihre so unendlich detailwimmelnden, farbenprächtigen Bilder an, die sie in den letzten paar Jahren geschaffen haben. Und die Gruppe vorn am Fenster bezieht sich ebenso auf Afrika wie auf Picasso, auf dessen 1956 entstandene Gruppe der silhouettenhaften, schwarz-weißen Badenden, die er aus Besenstielen, Brettern und anderen flachen Abfallmaterialien zusammengezimmert hatte. Flohmärkte, Brockenhäuser und Abfallmulden sind für Isabel und Bastian seit Jahren unerschöpfliche Fundgruben. Mit Picasso, dem großen Spieler, dem Titanen unter den Fantasiebegabten, fühlen sie sich tief verbunden. Kambe Usitupe Kitumbali Suaheli, wirf nie etwas weg. Die afrikanischen Märkte, die kunterbunten, nach Zufallsprinzip geordneten Auslagen, inspirierten zum großen Tisch mitten in diesem Raum. Da gibt es nichts, was es nicht gibt, Idole und Fetische, Tiere aller Art, Früchte, Safari-Gefährte und Safari-Flugzeuge, Referenzen an Serengeti darf nicht sterben und an seinen Schöpfer Bernhard Schrimek, der übrigens in Tansania beerdigt worden ist, eine wilde Bilderbuchwelt, dreidimensionale Spontanskizzen, aber auch eigentliche Skulpturen. Auf ein ganz neues thematisches Feld haben sich Isabel und Bastian mit den Masken gewagt. Kein Wunder nach dieser Reise. Nein, denn in den Gebieten, die Sie kennengelernt haben, gibt es keine Maskentradition. Sie konnten also keine vorbildlichen Eindrücke nach Hause nehmen. Vielleicht gut so. Denn wo es Maskenschnitzereien gab, plagen heute chinesische tausendfach reproduzierte Imitate unsere Augen. Frei von solchen Belastungen konnten sie ihre Fantasie freien Lauf lassen und afrikanische Masken schaffen, wie sie Afrika noch nie gesehen hat. Es sind wunderbare, oft geradezu poetische Gebilde. Auffällig häufig verwenden Isabel und Bastian von ambitionslosen Flechtern verfertigte Brotkörbchen und Ähnliches. Die Unterseite machen sie zur Vorderseite, ergänzen und bemalen sie. Das Groteske der Comicwelt hat hier seinen Platz, aber auch das Subtile, wie es sich in den Kasperli-Figuren von Paul Klee ausdrückt. Entschuldigung, das ist gar nicht so einfach, das Suhael. Du Maschini Ambaye, Anna Uso Boya, du Arm der Mensch, der nur ein Gesicht hat. Zum Schluss noch ein weiterer Begriff aus dem Suhaeli, Muzungu. Isabel und Bastian berichteten, dass sie in wenig bereisten Gebieten mit Muzungu, Muzungu begrüßt worden seien. Nach Google-Übersetzer heißt das Weißer oder Tourist. Wortgeschichtlich ist die Übersetzung allerdings interessanter. Nämlich Muzungu ist ein Mensch, der grundlos reist. Die Menschen, die Isabel und Bastian kennengelernt haben, für die ist es undenkbar, vom angestammten Ort wegzuziehen, wenn nicht äußere Zwänge wie Krieg, Dürren, Seuchen dies erfordern, ohne dass die Not sie antreibt. Muzungu
Für uns, liebe Isabel, lieber Bastian, seid ihr nicht grundlos gereist. Sich Familiengeschichte gewahr zu werden, ist ein Grund. Ihr habt Spuren gesucht und diese Spur und diese Suche hinterlässt jetzt fantastische Spuren. Shukrani kwa kusilitska. Danke fürs Zuhören und entschuldigen Sie, wenn der Google Translator vielleicht das nicht ganz korrekt machen kann. Lieben Dank, Peter. Ich habe gewusst, es wird etwas Persönliches. Ich habe dich noch nie gehört. Oft, du hast ganz präzise zu etwas im Stelle genommen und nicht einfach irgendetwas gesehen. Das freut uns wahnsinnig. Danke. Und ich übergebe dir eine von diesen Flaschen, die dort hinten sind, wo der Bastian und Isabel haben die 29 Etiketten gemacht. Eine aus Merci, dass du heute bei uns bist. Und auch euch allen Merci, die sind auch nicht Mutzungus, die sind schliesslich gekommen. Bastian oder Isabel. Und der Speech von dir, Peter, ist einfach noch die Zugabe. Wenn ihr im Verlauf des Tages beim Kühlschrank durchgeht, seht ihr, dass wir auch einen neuen Kühlschrank bekommen haben. Er ist nicht lang jungfräulich geblieben. aber die gehen sicher nicht nur wegen dem Kühlschrank bei der Bar vorbei. Unser Team ist hinten dran, das sehr stark gearbeitet hat. Merci Joli, merci der Jacqueline, merci der Tanne, merci der Claudine, merci der Firma Granicum, die mit dem Chef, dem Toni, selber vertreten ist. Die jetzt heute Nachmittag ein bisschen zu unserem lieblichen Wohl schauen. Bevor es aber so weit ist, lassen wir noch einmal Afrika ein bisschen auf uns einwirken. Reto, ich übergebe dir. Merci vielmals. Mit dieser wunderschönen Ausstellung von Isabel und Bastian jetzt ein bisschen akustisch etwas und wir bleiben in Afrika und in Afrika ist es einfach so, egal ob es fest ist, traurig oder freudig, es ist immer etwas, was zusammen funktioniert. Es ist nicht jemand, der zulässt und jemand macht etwas, sondern entweder das ganze Dorf dabei oder niemand. Guten Morgen heisst in Afrika, wir gehen jetzt in Westen, vom Osten in Westen von Afrika, heisst Leute guten Morgen sagen, heisst das Jobe. Jobe heisst also guten Morgen, ist alles gut. Und das machen sie dreimal. Ich sage euch jetzt also auf Afrikanisch, das ist ein Akwamu-Dialekt aus Ghana, guten Morgen miteinander. Das heisst Jobe. Jobe. Das sagt nachher aus Antwort Jei. Dreimal machen wir das. Ich sage Jobe, die sagen ganz laut Jobe! 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 Gut, das ist aber erst der Anfang. Das zweite Mal kommen jetzt alle weiblichen Mädchen und Frauen dran. Ihr werdet speziell begrüßt, sehr anständig. Ich sage jetzt allen weiblichen Frauen und Mädchen, Heimspaar. Du meinst Jobe? Jobe! Jobe! Ja, aber die sagen nicht Jei, sondern die sagen ganz tief Jei. So wie ein Mann. He? Also, Männer sind still. Jobe! Jei! Gut, dann kommen die Männer dran. Sagen der Mann auch wieder Jobe und alle Männer sagen Jei. So, jetzt alle Männer. Jobe! Jei! Genau. Zum Peter Killers im Text ist ein Instrument erwähnt worden, das Balafon. Das Balafon ist eines, das ich mitgebracht habe. Das ist neben der Trommel in Afrika das wichtigste Instrument. Mit dem wird nicht einfach Musik gemacht, sondern wenn ein Afrikaner an ein Instrument geht, tut er immer wieder etwas erklären, etwas mitteilen. Und hier kommt also die erste Mitteilung für Isabel und Bastian.
Afrika, das habe ich schon gesagt, in Afrika ist immer alles in Bewegung, das Publikum macht mit, alle so die Hände in den rein und so gegeneinander klopfen. So schön bleiben. Wenn man Rhythmus klopft, dann ist natürlich klar, dass in Afrika nicht nur Rhythmus gemacht wird, sondern eben auch gesungen wird. Wir machen das jetzt. Ich singe euch das vor und ihr singt hinten noch einen sogenannten afrikanischen Wechselgesang. Was wir hier singen, heisst auf Deutsch übersetzt, wir haben eine Versammlung, hier haben wir irgendwie auch, um irgendetwas besprechen, schauen, was rauskommt. Also, du einst so. Rhythmus. Wir singen euch das als Wort. Wir singen es hinten oben. Ich sage Ago, also bitte schauen, macht es gut. Und ich sage zurück, wenn es geistlich Amen. 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 Amen